Hi, weiter geht's bei einer neuen Folge God of War und Ragnarok. Letztes Mal haben wir Heimdall getroffen, der mag uns nicht. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Steig auf, wenn du mit willst. Oh, ich darf mitreiten? Okay. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldur hat gesagt, dass nur... Oh klar, wenn Skjöldur das sagt. Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur. Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht. Nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Weißt du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist, du hast eine verräterische Axt. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Altvaters. Ha! Das ist ein großer Spezialangriff. Aus, Junge. Autsch. Junge. Der greift da auch an. Was soll das? Vaita! So ist richtig. Ich zeig dir alle deine dummen kleinen Tricks. Ja, das tue ich auch. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Jötner jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Du? Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, nein. Ich treffe mich. Wie furchterregend. Oh, ein geschickter Zug. Schön, dass du endlich wach bist. Okay, dann ziehen wir andere Seiten auf. Ich... Treff den nicht. Verhinderst nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, ich würde mal sagen, den sind wir nicht ganz gewachsen. Was das schon? Ist das alles, was du kannst? Hielten? Oh, und der macht nicht mal ernst, der spielt mit uns. Mehr kannst du nicht. Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Wenn das Odin ist, kriegst du Ärger. Toll. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir.
Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Hm? Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach. Ja, wat. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Komm mit mir. Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Nicht gut. Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Sind das Wenn Valkyren? Ich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tyr befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, 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 ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münzenappen, Rotgar. Münzenappen, Gorm. Münzenappen, Jan. Gut, weiter geht's. Ah, Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen. Aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen. Ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Er ist irgendwie viel zu nett. Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erden, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort.
Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Oh. Oh, er ist das. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Er ist der Kleine. Siehst du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Okay, er verrät nicht, dass er ihn kennt. Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer, den Flur runter. Alles klar. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Aha. Er ist viel zu nett. Und auch wenn er sagt, er ist von Anfang an nur an Frieden interessiert gewesen, als Kratos es abgelehnt hat, hat er sofort Thor ihn auf den Hals gehetzt. Da ist irgendwas im Busch. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Schön. Asenbogen. Wow, wirklich nützlich. Runenaufladung. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Bogenfertigkeit und Ruhmbeschwörung haben eine Oh, das ist nicht schlecht. Den verbessern wir auch dann mal gleich. Jeder zugefügte Schaden wird erhöht, wenn die Runenpfeile vollständig verbraucht sind. Naja, das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Das kann ich verbessern. Was habe ich denn ausgerüstet? Das hier. Bestiengabeln. Ja, das kann ich. Das ist überall schon auf Stufe 2. Ich kann die ganzen auf Stufe 1 verbessern. So, das war's jetzt. Asenuniform. Ui, nett. Das können wir so lassen. Bogenfähigkeit.
Dann nehmen wir das, weil das am meisten Schaden macht. Und Beschwörung habe ich nur den einen. Und den kann ich verbessern. Mit Erfahrungspunkten kann man das verbessern. Ja, machen wir mal. Können wir mal gucken. Ja, oh, ja, er hat reichlich Fähigkeiten, ne? Also so ein Schall ist nur richtig Schallschaden beim Gegner in der Nähe an. Ja, finde ich auch gut. Was ist da Instinkt? Drücken 3, um einen Gegner zu greifen und ihn kraftvoll niederzustrecken. Okay, klingt ganz gut. Ja, ich nehme das mal. So, gibt's hier denn hier sonst noch was zu tun? Nee, okay, dann können wir nach Odin hin. Wer bist du? Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Baldur. Modi. Ach so. Oh. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. das richtet jemand her. Okay, wenn Modi ihr Bruder ist, dann muss sie eine Tochter von Thor sein. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu, einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Mhm. Kann man ihr denn darüber reden? So optional? Das sieht nicht so aus. Okay, dann geht's doch Odin. Komm vorbei, wenn du zurück bist. Geht sie jetzt mit? Ach so, man kann mit ihr. Wie wird man eine Walküre? Dahin gehen. Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Ja, dass sie sauer ist, ist kein Wunder, wenn... Dann ist sie ja die Frau von Thor und dann hat Kratos ihre Söhne ermordet. Zusammen mit Atreus. Dass sie dann nicht gut auf ihn zu sprechen ist, ist klar. Mütter. Hm? Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Wir können uns auch ein bisschen umsehen. Komm mit. Das wäre aber ein äußerst umständlicher Weg, Selbstmord zu begehen. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Mhm. Jetzt bin ich wieder hier.
Und sie steht. Okay, dann gehen wir da rein. Dann gibt es nichts weiter zu tun mit ihr, anscheinend. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ey, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach, du weißt das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Ich glaube auch, dass er der Böse ist und eine fantastische Show hier einfach nur darstellt. Aber mal abwarten. Ich schätze mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Ja. Macht, Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Okay. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Was ist das? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht. Die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich... Nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidiani, Speeder. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor! Komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt.
Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wie hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Mhm. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Drücken Sie links, um die Maske aufzurüsten. Die Maske als Wegweiser. Die Maske ist auf Atreus' Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus, wenn es den richtigen Weg folgt. Aha. Da. Seltsam. Ah. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Hätte ich gemacht. Mit diesen Armen? Tor! Du bist ja ganz praktisch. Aber ich glaube, die werden keine Freunde. Brennende Klippen. Oh. Mal sehen, was Loki und der glänzende Zahnstocher ausrichten können. Oh cool, ich kann mit dem Schwert... Drücken Sie Viereck, um Inglings Angriffe zu lenken. Halten Sie Viereck gedrückt, um eine Reihe von Hieben auszuführen. Wum, wum, wum. Aber das muss sich aufladen, das hat Abklingzeit. Das kann ich nicht die ganze Zeit spammen. Bisschen langsam, was? Du könntest helfen. Richtig! Ah, Thor, kein Bock. Ey! Sollen wir jetzt gehen? Ja, nett, dass du dich beteiligt hast. Ja. Wo lang jetzt? Ja, hier lang wahrscheinlich. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Oh jol, das ist ja praktisch! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Ich werfen? Ah, jetzt macht er sogar mit! Der Tag ist noch jung. Kleiner, da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Nutz endlich deinen Bogen. Wo denn? Ach, da oben. Galva! So, weg. Wo ist noch ein... Ist hier noch einer? Wer da? Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen. Von dir. Noch nicht. Was meinst du? Später. Lass mir den Allvater nicht machen, da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Okay. Erstmal sammle ich das hier noch ein. Oh! Jetzt weiß ich, wofür die Dinger sind. Dafür muss man irgendwas mit dem Schwert bestimmt machen. Alles klar, wir sind dann in der Folge, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.